Ich möchte heute gerne ein bisschen was über LED-Outdoor-Kerzen erzählen. Und zwar habe ich die Kerzen von Luminara bestellt. Das sind hier die Modelle. Es gibt sie in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Ich habe mich jetzt für ein Komplettset entschieden, was gleich drei Kerzen beinhaltet von verschiedenen Größen. Einmal 14, einmal 18 und einmal 23 cm Höhe. Im Durchmesser sind die alle 9 cm. Und das Tolle daran ist, dass die wirklich so schön und so echt gearbeitet sind, dass man wirklich ganz, ganz, ganz genau hinschauen muss. Und selbst dann bin ich der Meinung, muss man eigentlich raten, ob es sich um echte Kerzen handelt oder um, so wie hier, LED-Kunstkerzen. Das Schöne an den Kerzen ist, dass man sie an- und ausschalten kann per Knopf oder per Fernbedienung. Und sie haben auch eine Timer-Funktion. Das heißt, wenn ich sage, um 20 Uhr möchte ich gerne, dass die Kerzen alle angehen, dann laufen sie ab da 5 Stunden und schalten sich dann nach 5 Stunden wieder automatisch ab, sodass 19 Stunden Ruhe ist. Und so wiederholt sich das jeden Tag, bis ich entweder einen neuen Startpunkt festlege oder aber sage, okay, jetzt brauche ich die Kerzen nicht mehr. Bei uns werden die zum Einsatz kommen auf der Terrasse und vor dem Hauseingang. Das macht wirklich ein bestechend schönes Licht. Denn dieser Docht, der hier ist, der wackelt so in sich mit, wenn man das anmacht. Ich zeige das gleich mal. Aber zuallererst möchte ich sagen, wie man diese Kerzen bestückt. Und zwar haben die hier ein Fach. Das kann man hier öffnen mit einem kleinen spitzen Gegenstand am besten. Einfach den Knopf nach unten drücken und dann, wie man es auch bei anderen Geräten kennt, einfach kurz lösen. Da kommen zwei große D-Batterien rein. In welcher Reihenfolge kann man hier an der Seite sehen. Da ist das markiert. In diesem Fall ist es jetzt der Pluspol nach oben. Und hier der Minuspol nach oben und dann einfach wieder verschließen. Zack. Und dann, wenn ich auf Power drücke, ist die Kerze auch schon an. Zwei Knöpfe sind hier. Einmal Power on, einmal Timer on. Per Fernbedienung, die sieht so aus, ist ganz klein, lässt sich überall gut hinlegen, stört nicht. Kann man die Kerzen an- und ausmachen. Mit der Timer-Funktion, wenn ich die betätige, blinkt die Kerze einmal auf und bleibt dann an. Das ist für mich das Zeichen, dass hier ein Timer gesetzt ist. Was sind die Vorteile von diesen Kerzen? Zum einen sind sie kein offenes Feuer. Das heißt, wenn Sie Kinder haben, brauchen Sie keine Sorgen haben. Die sind absolut stoßfest, da gibt es keine Brandblasen. Das kann nichts rußen. Die Klamotten bleiben auch alle sauber und gerade. Und ja, ich glaube, keine Brandgefahr ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und kostentechnisch ist es so, dass diese Lampen, diese LED-Kerzen mit zwei D-Batterien 500 Stunden ungefähr 500 Stunden lang brennen. Das ist wirklich viel. Wenn Sie vielleicht sogar Akkus haben, können Sie natürlich diese LED-Lampen auch mit Akkus betreiben. Das Material ist so verarbeitet, dass es also auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht ausbleichen kann. Das heißt, die Farbe bleibt wirklich immer so erhalten. Es ist windfest, regenfest. Sie können das draußen bei Schnee, bei Regen, bei starken Temperaturen, bei niedrigen Temperaturen draußen lassen. Und Schutzklasse IP44. Einsatz finden diese Kerzen eigentlich überall, ob bei Ihnen zu Hause, im privaten Bereich, im Schwimmbad, im Restaurant, in einer Küche, da wo es schon so warm ist und man vielleicht nicht noch extra Temperatur haben möchte. Ist auch was für den Friedhof, lässt sich auch schön verschenken, gibt es in vielen Farben, in vielen Formen. Einfach mal raufschauen unter luminara-kerzen.com. Mit dabei ist eine kleine Gebrauchsanweisung, da steht auch drauf, wie man die Batterien reinsetzt, Pflegehinweise. Und ja, Wissenswertes zu den LED-Kerzen, ganz praktisch im Handtaschenformat. Das war's von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Einkaufen, beim Genießen mit den Kerzen für den Außenbereich von Luminara.